Ah, und hier ist das Bild, Familienporträt. Ist das meine Familie? Wir müssen die jetzt so kleiden, wie die hier sind. Also rechts kommt die Königin-Sachen hin. So. Die blauen. Mit dem Diadem stimmt das anscheinend schon. Die Ärmel stimmen noch nicht. So, der rechts mit dem tauschen. Und so. Der König kriegt bestimmt das hier an. Und das kommt da unten hin. Das ist hier die Prinzessin. Nee, der Schuh ist richtig. So, der kommt dahin. Dann ist sie schon mal richtig angezogen. Der Ärmel kommt da zum König. Der Ärmel. Und das war's. Und da drinnen kommt eine Ballerina heraus. Bei den Rätseln sei noch anzumerken, wenn ich nach einer Zeit nicht weiterkomme, kann ich hier immer auf Überspringen klicken, damit ich nicht verzweifle und auch im Spiel trotzdem noch Fortschritte mache. Gut, dann nehmen wir aber hier gleich schon mal die Ballerina mit. Dieser Gegenstand könnte nützlich sein. So, jetzt denke ich mal, haben wir genug? Ja, 2 von 2, die können wir hier draufsetzen. Klicke, um fortzufahren. Beobachte die Ballerina und wiederhole die Noten, die sie spielt. Blau, nee, Türkis, Weiß, Weiß. Türkis, Weiß, Weiß. Gelb, Rot, Weiß, Lila. Gelb, Rot, Weiß, Lila. Lila, Schwarz, Pink, Lila, Lila, Schwarz, Pink, Lila. Oh Gott, wie war die letzte Farbe? Scheiße. Oh Mist. Nochmal. Gelb, Weiß, Schwarz, Gelb, Weiß, Schwarz. Oh, wieso kann ich mir das nicht merken? Ich weiß nicht, das ist doch immer einfach. Rot, Pink, Lila. So, das habe ich jetzt. Rot, Lila, Gelb, Weiß. Oh Gott, mein Gehirn, das kann sich sowas einfach nicht speichern. Wie peinlich. Oh, was haben wir hier? Ein Kranz. Die Blumen sind erblüht. Es ist in einem anderen Raum ebenso. Magie der Ballerina. Nur eine Ballerina kann die Blumen zum Erblühen bringen. Und wie sie tanzte. Nachdem ich ihr mit den Noten geholfen hatte, hielt sie stolz einen Blumenkranz hoch. Was ist dies für ein Ort, an dem Statuen tanzen und Blumen erblühen lassen? Ja, auf jeden Fall ein magischer Ort. So, und jetzt sieht man hier auch überall die wunderschönen erblühten Blumen. Die nehmen wir auch gleich alle mal mit. Damit wir die hier vorne gleich einsetzen können. So, und dann haben wir auch schon alle. Und dann gehen wir gleich mal hier hin. Die Ballerinas hat die Blumen ganz erblühen lassen. Dann setzen wir die mal hier ein. Und dann können wir schon neues Rätsel. Dann kann ich hier gucken. Blau, Gelb, Lila. Blau, Gelb, Lila. In der Mitte Pink, Blau. Weiß ich nicht. Pink ist das, glaube ich. Hat sich das jetzt wieder verändert? Ach nö. Blau. Blau. Blau, Gelb, Lila. Blau. Gelb. Lila. So. Blau, Gelb, Lila. Pink, Blau, Pink. Pink. Also ich glaube, jedes Mal, wenn ich wieder ins Buch komme, ändert sich das, setzt sich das wieder zurück, kann das sein? Blau, Gelb, Lila. Blau, Gelb, Lila. Blau. So. Das hätte man sich auch so merken können, ne? Aber nein, ich muss ja immer wieder ins Buch gucken. Gut. Betritt das Portal zum Foyer des Südturms. Oh, wir sitzen da. Wache. Nicht jetzt, Boris. Geh jemand anderen auf die Nerven. Ah! Ein Mensch. Warte mal. In diesem Schloss gibt es keine Menschen. Niemanden außer... Könnte es möglich sein? Die schlafende Prinzessin erwacht. Doch woher soll ich wissen, dass du es bist und nicht ein Murdoch-Trick? Du musst es beweisen. Man sagt, dass du schlau bist. Ich habe diese Kobold-Jong-Schachtel so verzaubert, dass nur die Prinzessin das Rätsel lösen kann. Kannst du die Schlüssel finden, die ich darin verborgen habe?
Na, ich denke mal, das können wir. Wir müssen jetzt immer an diese Schlüssel kommen und müssen so erstmal die Mahjong-Steine wegräumen, damit wir so an die nächsten Schichten kommen. Dann haben wir nämlich hier schon mal den Schlüssel frei. Jetzt müssen wir noch wissen, wo der andere ist. Wo versteckt er sich? Da. Und dann haben wir das schon geschafft, das erste Mahjong-Rätsel. So, jetzt muss ich gucken, da ist einer. So. Jetzt müssen wir den noch irgendwie freikriegen. Den. So, und schon können wir die beiden kombinieren. Sehr schön. So. Dann erstmal so. Wo sind die denn wieder? Ich glaube, hier unter versteckt sich einer. Also hier ist schon mal keiner, wie man sieht. Da ist einer. Den räumen wir mal kurz frei. So, und dann muss ich noch das so kombinieren. Den mit dem. Warte mal, ich muss mal erstmal wissen, wo der andere Schlüssel ist. Da. Die beiden kombinieren. Die. Die mit dem Blatt. Dann ist der schon mal freigelegt. So, dann kann ich den damit. Und schon gelöst. Dieser Gegenstand könnte nützlich sein. Ein Schlüssel. Bei Griswolds Glück, du bist diejenige, auf die wir gewartet haben. Du hast einen schwierigen Weg zu gehen, Prinzessin. Nicht alle Kobolde werden so hilfsbereit sein wie ich. Ich werde dich nun in den Brunnen wieder aufbauen lassen. Es gibt dort etwas, was für dich bestimmt ist. Bis zum nächsten Wiedersehen. Okay. Brunnen. Dann lassen wir den mal aufbauen, okay? Das ist ein kleines Puzzlespiel, wie man sieht. Und das Schöne ist hier, sobald ich die Gegenstände hier einsetze, werden die fest. Also das heißt, ich weiß, dass die wirklich gleich richtig sind. So, da kommt der Flügel hin. Das kommt bestimmt hier irgendwo hin. Genau da. Das da vorne. Das weiß ich jetzt noch nicht. Machen wir erstmal den Sockel. So. Jetzt irgendwas mit einem Bogen. Einmal kurz gucken. Kommt das Dach, das ist hier unten. Das ist der andere Flügel. Das ist der Arm da. Das ist da. Das da. Wo kommt das hin? Das ist der Sockel da unten. Da kommt das da hin. Das da oben. Das da. Und das da. Und den letzten Flügelding da. Okay. Feenstatue. Brunnen. Dies war einst ein Brunnen, doch die Steine sind zerfallen. Ach, dann nehmen wir doch mal die Steine im Umkreis auf, die hier liegen. Damit wir sie finden können. Hier ist noch eine Lunchbox. Die Lunchbox der Wache. Ein Kobold muss auch essen. Ja. Das stimmt. So, da ist noch ein Stück. Oh, und dann habe ich schon alle. Dann mache ich mal hier den Brunnen heil. Der Rahmen ist repariert. Warum ist der Sockel der Spitze leer? Fast vollständig, wenn man vom leeren Sockel an der Spitze. Da kommt bestimmt die Feenstatue drauf. Ach, wie herrlich. Jetzt haben wir den repariert. Und das Rauschen des Wassers ist einfach nur herrlich. Oh, was haben wir denn hier? Wasser hat die Kruste weggespült. All diese Jahre in der Truhe begraben. Eine Sonne. Kommen wir bestimmt hier rein. Setz dich mal ein. Oh, und da ist was drin. Wieder eine Zauberrune. Und dann gehen wir mal zum Garten. Ach nein, wie schön. We could not interfere with fate. She must find her way through the castle herself. Guide her. I could. And luckily, some goblins were on my side. Those who still remembered her mother and father and the promise we gave them. Ach ja. Es gibt noch einige Kobolde, die uns wahrscheinlich helfen können. Okay. Hier sind wir in einem hübschen Garten, so wie ich liebe ja Wimmelbilder. Irgendwie ist diese Stimmung perfekt. Man kann einfach so den Alltag vergessen. Ach, ich liebe ja irgendwie Wimmelbildspieler, seitdem Gronkh mich auf diese Schiene gelenkt hat. Herrlich. Laubhaufen. Jemand hat vergessen, diese Laubblätter aufzufegen. Holzverschlag mit einem stabilen Vorhängeschloss verschlossen.
Okay, da kommen wir noch nicht rein. Hier steht, nur die reinen Herzens können diesem Feld passieren. Okay, oh, hier ist eine Schaufel. Leicht und perfekt für Pflanzenarbeiten. Dieser Schutzengel sollte etwas in der Hand halten. Okay. Dann gehen wir einmal zum Teich. Ach ja, Entspannung pur. Herrlich. So, dann gucken wir uns hier mal ein wenig um. Brunnen. Sauberes, klares Wasser, wahrscheinlich direkt aus den Bergen. Koboldstatue. Groteske und grobe Koboldskunst. Koboldköpfe. Koboldarbeiten wirken im Vergleich zur Feenkunst eher grob und grotesk. Diese Koboldköpfe am Teich schnitten Fratzen. Wer sie wohl entworfen hat? Tja, wer hat sie wohl entworfen? Taube. Ich glaube, ich habe den Boten der Feenkönigin gefunden. Okay, dann packen wir doch gleich mal hier die Nachricht rein. Klicke, um fortzufahren. Okay. Ich kann doch nicht fliegen. Wie gelange ich also dort oben in den Raum? Bestimmt, das kriegen wir raus. Das, irgendwie kommst du da rein. Ranken. Hinter diesen dornigen Ranken ist etwas verborgen. Was haben wir hier? Erde zum Bepflanzen bereit. Ich werde zunächst ein Loch graben müssen. Okay. Versuchen wir doch mal hiermit. Ah, das ging. So. Dann gehen wir... Können wir hier noch was machen? Ne, ich glaube nicht. Gut. Dann gehen wir mal rüber zum Kutschendepot. Na, hier glitzert auch schon gleich was. Ein schöner Schaukelstuhl. Hier gab es mal eine Schaukel. Oh, hier müssen wir 6 Teile finden. Okay, da ist eins. Da. 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 Und da. Oh, und dann haben wir sie schon. Dann können wir die ja wieder daran setzen. Ein schöner Schaukelstuhl. Der Schaukel quietscht leise im Wind. Puzzleteile. Oh, das Buch hat sich aktualisiert. Schaukel. Draußen vor dem Kutschendepot ließ ich mich auf einer Schaukel nieder und blickte über den Garten. Mir fiel ein Muster in den Kissen hinter mir ins Auge. Es handelt sich um die Stickerei eines berittenen Kobolds. Okay. Hier glitzert auch was im Trog. Ein Trog voller Heu. Ich frage mich, wo die Pferde sind. Ist eine Menge Heu. Hier ist doch etwas vergraben. Oh, ein Massiv. Eine Brechstange. Ah, ein Brecheisen. Sehr schön. Tür zum Kutschendepot. Die Tür weist kleine, viereckige Löcher auf. Ah, und hier müssen wir den Kobold wahrscheinlich nachbilden, denke ich mal. So wie das jetzt hier schon aussieht. So, dann mache ich erstmal den Rand. Das ist immer am einfachsten. So, der ist hier ein Rand von unten, der kommt bestimmt da unten, nein, dahin, okay. Der kommt dahin, der hier irgendwo oben, der ist auch wieder was von unten, dann kommt der dahin, der da, nein, der kommt der da oben, da, sehr schön. Sehr schön. Was ich bis jetzt auch so an Awakening toll finde, die Rätsel sind nicht zu schwer. Ich bin ja immer so ein Rätselmuffel. Ich weiß, das ist nicht gerade praktisch für Wimmelbilder, aber wenn die Rätsel schön einfach sind, dann macht mir das gleich alles viel mehr Spaß. So, jetzt habe ich es gleich. So. Und die tauschen. Wunderbar. Klicke, um fortzufahren. Dann können wir auch schon ins